Ja, moin Sven und herzlich willkommen zum neuen Luna-Vlog. Ja, die Getreideernte ist immer noch im vollen Gange. Und ja, ich habe mittlerweile Feierabend und wollte euch kurz ein paar Sachen sagen. Und zwar zu diesem Vlog hier könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, da seht ihr ja schon an dem Titelbild oder beziehungsweise an der Überschrift. Ja, diesmal geht das so ein bisschen um dieses Getränk hier, um Bier oder beziehungsweise um die Reste davon, sage ich jetzt einfach mal, was man damit noch machen kann und so weiter und so fort. Und erstmal noch eine andere Sache, und zwar geht es um Niklas. Von dem ganz, ganz liebe Grüße auch an euch alle. Der ist im Moment leider krank, deswegen kommt von dem Moment nichts und ist privat ziemlich gerade eingebunden und hat ein bisschen viel auf dem Zettel. Aber geht bald wieder los und gibt so wieder was von Niklas. Ja. Wie gesagt, ich war beim Warsteiner Werk und durfte da dann, also habe erstmal, war letzte Woche schon da, jetzt habe ich erstmal das erste Mal gefragt, ob ich da überhaupt filmen darf oder was zeigen darf. Und da hat er gesagt, gar kein Problem, kannst du gerne machen. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ist eine coole Sache da. Konnte aber halt leider nicht so viel zu zeigen oder von zeigen, weil es ja nur ein Weg, den ich fahren konnte, musste. Aber das, was ich so zeigen konnte, das zeige ich euch hier natürlich. Ja, erstmal viel Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns gleich nochmal. Hindsight is bleeding when your heart's bleeding and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, tja Leute, so wie ihr wisst, Niklas und ich trinken vielleicht auch ganz gerne mal das ein oder andere Hopfen-Kaltgetränk. Und ich bin jetzt hier angekommen. Ich bin beim Warsteiner Werk. Ja, jure ich jetzt Biertreber ab. Und mal gucken, ich frage jetzt gleich mal, ob man hier drin filmen darf, ich weiß es gar nicht. Und dann kann ich euch das sogar noch ein bisschen zeigen und sogar ein bisschen erklären. Tja, so Leute, tatsächlich, ich darf hier filmen und Fotos machen. So sieht das Ganze hier ein bisschen auf Gelände aus. Der Pförtner, der hat mir auch eben gerade noch ein Prospekt gegeben, das zeige ich euch gleich noch. Da ist auch noch mal eben ein bisschen was anderes. Ja, so sieht das hier aus. Tja, so ein bisschen steht hier ja. So, ich muss jetzt erstmal auf den Wagen, ich muss jetzt mit dem Leer wiegen. Und dann fahre ich dahin, wo man den Biertreber bekommt. Tja, hier sind so die einzelnen Fähnchen noch dabei, wo Warsteiner überall schon stationiert ist, wollte ich ja sagen, also wo es das übergibt. Arabische Emirate, ja, Gambia, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, Kamerun, ja, Haus Kramer. Ich muss mich gleich mal ein bisschen informieren, dann kann ich auch was sagen. Und da, wo jetzt der andere Kollege hier steht, da kriegen wir den Biertreber her. So sieht das hier aus. Bevor die Abfüllanlage für den Biertreber jetzt gleich wieder bereit ist, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, weil der Kollege jetzt ja auch gerade eben gerade den Rest daraus gezogen hat, dauert das jetzt so etwa 6-7 Minuten, dann ist sie wieder einsatzbereit. Und der gute Mann vorne beim Eingang, der Pförtner, er hat mir das hier mitgegeben. Er sagt hier dieses Bild. Er sagt, das ist eigentlich, kann man ruhig mal mit erwähnen, sagt er. Andere Leute, ja, die suchen sich so ein Fleckchen, ich sag mal Erde, wo sie ihre Ruhe haben und ja, wo das auch so herrlich grün ist und so schön ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal gucken, ob ich hier gleich auf dem Rückweg noch mal ein paar schöne Bilder einfangen kann. Es ist echt wunderschönes Land hier. Und er sagte, wir haben das Glück, dass wir hier arbeiten dürfen. Mitten in diesem Grün. Und er hat auch vollkommen recht. Ja, sonst steht hier nicht wirklich viel drin. Das ist halt Sicherheitsinformationen und wie das Ganze hier bei der bei Warsteiner hier aufgebaut ist. Und ja. Es ging halt hauptsächlich, glaube ich, um das Bild. Ja. Tja, so Leute.
Wenn das und das da so ein bisschen reinflödert, kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar, also Biertreber ist halt ja, ist klar hier in Deutschland hergestellt, also das ist ja daher nicht über, also aus Übersee oder sonst irgendwo her. Und davon werden jährlich so circa 2 Millionen Tonnen in Deutschland hergestellt. Im Sommer mehr, weil da wird auch mehr Bier getrunken. Können wir ja auch ganz gut. Und ja, ist dadurch auch deutlich günstiger als, ich sag mal, als normales Kraftfutter oder sonst irgendwas. Das wird halt an die Kühe verfüttert. Wie sowas wie Soja oder Rapsschrot. Und das hat einen ziemlich hohen Eiweißgehalt. Also ganz gut für die Kühe. Ja, also dadurch auf Deutsch gesagt gut für Umwelt und Kuh. Ja, das dauert jetzt einen Augenblick. So, beladen bin ich jetzt auch und nochmal ganz herzlichen Dank an den Förderer. Da gab es nämlich noch 2 Warsteiner für einen Feierabend nachher. Und jetzt geht's ab Richtung Heimat. Tja, so Leute, das war's auch mit dem Video. Ich habe leider zu diesem Sudhaus leider nicht mehr so wirklich viel rausgekriegt. Ziemlich ärgerlich, ich hätte aber eigentlich nur ein bisschen nachgucken müssen. Also dieses Kramerhaus, ich weiß nicht, was Sudhaus heißt. Und tja, ich habe eben gerade noch, hab ich ganz vergessen zu erzählen, ich habe eben gerade noch vorgeladen, Raps. Und den bringe ich morgen wieder da in so in die Nähe und darf dann da morgen noch einmal wieder hinfahren. Und dann, ja, noch einmal die ganze Tour fahren. Auf jeden Fall an dieser Stelle noch, ja, auf jeden Fall gute Besserung an Niklas. Und mich ärgert, dass der Vlog leider ein bisschen kurz geworden ist. Ich hätte gerne mehr von gezeigt, weil das eigentlich ganz interessant ist, was man so aus den Restprodukten von einem Bier so machen kann oder was man damit noch machen kann. Tja, und das einfach in die Landwirtschaft mitpackt. Ist auch ganz cool. Tja, auf jeden Fall, ich hoffe, hat Spaß gemacht, das Video, und war interessant, also was da so zu sehen war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne nochmal bei Insta und bei TikTok rein. Liken, abonnieren natürlich nicht vergessen, und tja, ich kümmere mich jetzt um das Endprodukt. So, bis denn dann.